In unserer Produktion haben wir seit kurzer Zeit Gabelstapler, die autonom Dinge von A nach B transportieren. Und wir haben robotergestützte Technik, die die verschiedensten Fronten und Platten aufs Band legen. Mein Name ist Sabine Brockschnieder. Ich bin Geschäftsführerin in der Baumann Group. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in der dritten Generation und wir stehen für die Marken Bauformat, Burger, Badea und die Elektrogerätemarke Burg. Die Kundenwünsche haben sich stark verändert in den letzten Jahren. Große Schubladen, breite Korpusse, eine große Farbauswahl. Das heißt, wir müssen eine große Varianz vorhalten. Das beeinflusst unsere Produktion am Standort in Burg. Wir müssen unsere Mitarbeiter schonen, da die körperliche Arbeit sehr schwer geworden ist. Und dafür brauchen wir eine flexible und leistungsstarke Produktion. Um das gewährleisten zu können, haben wir hier am Standort unseren technischen Leiter Martin Schockwitz und den Leiter der Instandhaltung Chris Bayer. Jeder kennt heute die Schlagworte Industrie 4.0 oder Losgröße 1-Fertigung. Das sind Begriffe, mit denen sich viele Unternehmen beschäftigen. Wir haben das aufgetan und für uns eine Produktionsphilosophie abgeleitet. Die besteht im Wesentlichen aus der Vernetzung von automatisierten Fertigungszellen mit autonomen Transporten und natürlich mit Roboterhandling. Die heutigen Industrieroboter stechen durch eine extrem hohe Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit hervor. Deswegen haben wir auch aktuell bereits 14 Industrieroboter im Werk im Einsatz. Verknüpft mit Vision-Systemen, das heißt, unsere Roboter lernen das Sehen, wir können damit Bauteile identifizieren. Und eine weitere Besonderheit ist die Verknüpfung mit fahrerlosen Transportsystemen, kurz FTS. Anders als der Mensch können diese fahrerlosen Transportsysteme in den Sicherheitsbereich eintreten bei laufender Produktion. Durch die Investitionen der letzten Jahre haben sich die Lohnstückkosten ins Positive gewandelt. Wir haben eine stabile Fertigung und damit einen konstanteren Output. Und wir sehen eben, dass wir eine kurze Durchlaufzeit auch bei steigender Varianz beherrschen können. Also ein wichtiges Ergebnis aus diesen ganzen Projekten ist, wir können innerhalb Deutschlands in 15 Werktagen jeden Kunden mit einer geplanten Einbauküche versorgen. Ich glaube, das kann in Deutschland kein zweiter. Die Zeiten sind sehr unsicher. Es passiert sehr viel in der Welt. Wir investieren immer so, wie wir meinen, dass es die Marktkapazitäten hergibt. In den vergangenen Jahren haben wir fast 50 Millionen Euro investiert. Das haben wir auch geschafft, weil wir das mit Unterstützung der KfW machen konnten. Und hätten wir diese Investitionen und diese Unterstützung nicht gehabt, wären viele Dinge sicherlich auch an den Standort nicht möglich gewesen. Unser Masterplan steht bis 2030. Wir digitalisieren, automatisieren. Wir wollen eine neue Logistikhalle bauen, in Maschinen investieren. Das ist für uns unsere Zukunft und wir glauben daran, dass wir das schaffen.